Hallo ihr Lieben, ihr wünscht euch immer wieder ein veganes Rezept. Heute ist es endlich wieder soweit, wir machen vegane Waffeln und es geht auch richtig schnell. Yummy! Dafür braucht ihr 250 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Zimt, 2 Teelöffel Agavensirup, 50 ml Mineralwasser, 200 ml Sojamilch, Haselnussmilch, Mandelmilch, worauf immer ihr Lust habt, nur eben vegan. Und 2 Bananen, auch vegan. Ich habe noch einen Schneebesen. Eine Schüssel und in diese Schüssel kommen jetzt alle Zutaten rein. Also das Mehl, Milch, Zimt, Agavensirup, Backpulver und Mineralwasser. Dann verrühre ich das alles mit dem Schneebesen und jetzt haben wir schon unseren Waffelteig, fast. Jetzt fehlen noch die Bananen. Es ist sehr gut, wenn die reif sind, wenn die richtig reif sind, weil ihr müsst jetzt mit der Gabel zerquetschen zu einem schönen Bananenmatsch und der kommt jetzt noch in den Teig rein. Ja, und jetzt braucht ihr nur noch ein Waffeleisen. Das erhitzt ihr. Und dann könnt ihr direkt die Waffeln machen, so schnell geht's. Das Mineralwasser nehmen wir übrigens, damit das Ganze noch so ein bisschen fluffiger wird vom Teig her, damit der Teig so schön fluffy wird. Ich habe euch übrigens die Angaben gegeben für 2 Personen. Ich mache jetzt, weil ich aber alleine bin, nur für eine Person das Rezept. Deswegen nehme ich jetzt auch nur eine Banane. Lecker. Gut, dann machen wir mal Waffeln. Falls ihr kein Waffeleisen habt, die gibt es sehr günstig im Internet zu bestellen. Das habe ich hier auch gemacht. Falls ihr euch noch mehr inspirieren lassen wollt, dann schaut super gerne auf dem Kanal Pink Your Kitchen vorbei. Da mache ich auch sehr leckere Rezepte und lasst unbedingt ein Abo da, wenn es euch gefällt. Das würde mir sehr helfen. Ich verlinke euch das hier in der Infokarte und hier in der Infobox. Oh, fancy. Ich liebe das, wenn Waffeln so richtig schön dick sind. Waffeln müssen so richtig so. So, dann probieren wir mal die vegane Waffel. Ich habe noch nie vegane Waffeln gegessen, übrigens. Also bin ich sehr gespannt. Mir wird jetzt gerade so klar, ich habe ja auch gar keinen Zucker reingegeben. Das ist relativ unsüß für eine Waffel, was ich sehr, sehr lecker finde. Aber man gibt eben noch Puderzucker drüber. Da kann man dann eben nach Belieben die Menge nehmen. Doch, kann man machen. Bananenwaffeln sind sowieso meine Lieblingswaffel. Schaut doch gerne bei Pink Your Kitchen vorbei, hier in der Infokarte. Ich freue mich, wenn wir uns gleich sehen. Bussi, Baba. Und einen guten Appetit.